Also, willkommen zum Kettlebell Workout. Wir brauchen eine Kettlebell bzw. eine Matte oder einen Teppich zum Boden legen. Fangen wir mit Aufwärmen und dann ein kurzes Kettlebell Workout. Ja? Gut. Die, die schon bei mir im Kettlebell Flow waren, wissen, wie das abbrennt. Starten in Bauchlage, Arme links und rechts ausgestreckt. Rechter Fuß hebt auf, rechte Seite, linke Seite, Hände unter die Schultern, drehen, drehen, aufsetzen, überstrecken, überstrecken und von vorne. So, gut, das waren jetzt zwei Runden. Ihr macht bitte fünf davon, okay? Gut, wenn wir fertig sind, Kettlebell. Wir starten bitte mit 10 normalen Kettlebell Swings. Bitte, ihr schwingt hoch bis Augenhöhe, explosiv aus der Hüfte, Bauchspannung, Rücken gerade. That's it. Okay. Und 10. Gut. Gleich jetzt 10 Kettlebell Deadlifts. Gefolgt von 10 Kettlebell Swings. Und wieder 10 Deadlifts. Sehr gut. Gut, das war unser erster Block. Je nachdem, wie lange ihr das Workout gestalten wollt, macht es 2 Runden oder dementsprechend mehr Runden. Gut, der zweite Block schaut folgendermaßen aus. Wir werden bitte Kettlebell mit Swing, einen Kettlebell Clean machen, dann einen Front Squat zu Press. Kommen runter, Kettlebell Swing, Handwechsel, andere Seite. Wir machen 5-mal jede Seite. Gut. Umsetzen. Press. Handwechsel. Und 1. Zwei.
Sehr gut. 5 Runden, beide Seite insgesamt 10. Kurz verschnaufen, dann starten wir mit der zweiten Runde. Gut, zweite Runde. Letzte Runde. Sehr gut. Passt. Letzter Durchgang, dritte Übung, ist Kettlebell Snatch zu einer Windmill. Ja? Wir snatchen bitte diesmal nicht mit Schwung, sondern vom Boden weg. Das heißt, ich würde empfehlen, dass ihr die Kettlebell mit dem Griff nach vorne zwischen eure Beine stellt und dann so zur Kettlebell greift, Ellbogen hoch, wir ziehen in den Snatch, dann drehen wir die Füße leicht nach außen, schaut die Kettlebell an, gehen runter. 5 Mal jeder Seite, insgesamt 10. Jawohl. Kurz verschnaufen, dann zweiter Durchgang. Ja? Je nachdem wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr natürlich mehr Durchgänge von allen Übungen machen. Ja? Das ist jetzt der letzte Satz und dann werden wir noch einen Bauchfinisher machen. Gut. Wieder 5 Mal jede Seite. Snatch vom Boden zu Windmill. Sehr gut. Dann Bauchfinisher. Wir machen bitte 3 verschiedene Übungen, jeweils 2 Durchgänge. Erste Übung in Rückenlage. Beine
ausgestreckt in die Luft, Kettlebell in dieser Position auf die Brust. Wir drücken die Kettlebell zur Decke. Schulter ist am Boden. Ganz fest den Bauch anspannen, so fest geht. Ja, das heißt maximaler Ab Crunch. Unterrücken ist am Boden. 10 Wiederholungen bitte. Sehr gut. Zweite Übung, Russian Twist. Füße am Boden ist leichter, Füße in der Luft schwieriger. Jede Seite 10 Mal, insgesamt 20. Sehr gut. Dritte Übung. Auf den Knien oder im Stehen ist ganz euch überlassen. Wir machen Overhead Rotations. 5 Mal eine Richtung am linken Ohr vorbei, 5 Mal am rechten Ohr vorbei. Wir haben die Kettlebell in diesem Griff. Hinterm Kopf, Kettlebell nach unten, vor dem Gesicht, Henkel nach oben. Ja? 1, 2, 3, 4, 5 und Richtungswechsel. Sehr gut. Ich würde jetzt noch eine zweite Runde davon machen, zum Abschluss. Damit das Video nicht so lang wird, zeige ich das jetzt aber nicht mehr vor. Viel Spaß beim Trainieren und hoffentlich bis bald.